Herzlich willkommen zurück zu einem Let's Play Landwirtschaftssimulator, weil dann hier mit Kabi. Geht irgendwie heute schnell, kann das sein? Ja, man kann jetzt auch Normalbereifung nehmen. Mit Radgewichten. Ja, ja, Radgewicht musst du nehmen, ne? Also ohne geht nicht, Alter. Dann hätten also. Wir da den Challenger, die MT-909-555er-E-Serie. Einmal mit 536 PS, einmal mit 591 und das letzte Upgrade wäre 646 PS mit Normalreifen. Mit 504.000. So, dann haben wir überhaupt geguckt, ob wir pflügen müssen? Ne, haben wir letztes Mal schon gesagt, dass wir nicht. Ja, ja, wir müssen nach dieser Ernte müssen wir pflügen, Kavi. Dann hätten wir noch einen Case im Angebot mit Vollketten. Mit zwei Upgrade-Stufen, dann mit 700 PS. Der wäre schon fett, ne? Kostet Quante 495.000. Ja. Die stärkste Version. Ja. Ja, also wie viel kostet der? 400? 95. 495 und dazu nochmal der Flug. Der Flug sind 130.000, also sind 630.000 so in etwa. Ja, dann wissen wir, was wir brauchen. Ja. Weil ich wäre für einen Case. Hab einen Schlangen. Und dann hätten wir noch einen New Holland im Angebot. Der ja, genau. New Holland gibt's ja auch noch, stimmt. Mit ersten Upgrade mit 557 PS, das wäre knapp über eine Anforderung. Das war's. Ja. Der gibt's nicht. Also fällt der eh schon weg. Richtig. Dann haben wir da noch einen anderen Challenger. Mit ja, ich würde schon fast sagen den Case, Alter, weil das ist einfach das Monster. Ja, du hast jetzt die Wahl zwischen mit einem mit der Knicklenkung. Ja, genau, aber den würde ich auch nehmen mit der Knicklenkung, weil du brauchst die Knicklenkung mit den großen Geräten. Oder einen normalen mit 646 PS ohne Knicklenkung. Ja, ich würde mit Knicklenkung nehmen und Vollketten. Der hat auch Vollketten. Aber ich würde Knicklenkung nehmen, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Naja, dann wäre das dann der Case für 400. Sag mal so, wäre so. Ja, dann haben wir aber auch das Fetteste vom Fettesten auf der Höfe stehen. Ein Big Butts. Den Case, ja. Die zwei großen New Hollands, da muss man den JCB nehmen als wirklich Renntrecker, auf Deutsch gesagt, so, weißt du, richtig Bölte und dann haben wir noch einen Ferguson. Perfekt, Alter, mehr geht gar nicht, Leute, wirklich nicht. Also mehr können wir wirklich nicht machen. Außer natürlich, wenn wir noch einen Fendt 1050 kriegen würden, aber der ist ja leider hier nicht drin im Spiel und da müsste man sich den reinmotten. Das wäre eigentlich noch ziemlich fett. Ein Case 1050. Aber der hat auch nur 500. Yeah. Ungefähr. Wenn ich recht entsinne. Aber das wäre schon ein Monster. Wie schnell man einfach hier auf den Feldern fertig ist, das ist der absolute Wahnsinn. Ich muss euch das ganz ehrlich sagen. Sät er denn jetzt hier drauf? Ja, jetzt macht das, ne? Naja, egal. Er hat es auf jeden Fall gemacht. Jetzt kann man nämlich hier ganz knapp rum, hochklappen. Wieder einlenken. Runter machen. Runter, habe ich gesagt. Und jetzt kommen wir nämlich gleich weiter. Das ist nämlich der Vorteil, wenn wir wirklich hier so eine Knicklenkung. So eine Knicklenkung haben und zweitens auch vorher einmal rumgefahren sind. Ja, ich habe schon gesagt, den Fendt 1050 wäre auch noch geil. Weißt du, den riesengroßen. Einer der größten Trecker der Welt ist das, ja. Ah, den gibt's ja nur als Mod, oder? Genau, den gibt's erst nur als Mod, aber dann, ich glaube, den gibt's auch nur in echt mit 500 PS. Und wenn alleine der Flug 500 PS braucht, dann sind wir genau an der Hartgrenze. Nee, 550. Ja, oder 550. Aber ist trotzdem Kabi. Das ist dann hart an der Grenze. Ja, du musst unbedingt der große Big Butts, mit dem ich hier rumfahre, der 1000 PS. Ja. Ne, also, ja. Also, man darf das auch alles nicht so ein bisschen unterschätzen, sondern einfach auch ein bisschen, ja, Realität im Dorfe lassen. Ich hätte gerne, wenn's wirklich mal finden würde, hätte ich wirklich gerne andere Mähdrescher gehabt. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ich hätte gerne welche von Krone gehabt oder von John Deere oder was weiß ich, aber ich finde, man findet einfach keine, die wirklich
diese Breite haben, Leute. Das war eigentlich das Problem. Ich will nicht diese 20 Meter oder was haben, sondern wirklich realistische Breiten, so wie es in dem Sinne dann auch ist. Aber das kriegst du halt dann einfach nicht. Entweder du kriegst zu klein, was in Realität ja wirklich nur so gibt, den Ding, aber für uns dann unrelevant ist, weil was bringt uns das, wenn wir mit 13,2 Meter schneiden und dann würden wir uns gemoddete mit 10 Meter drauf machen, dann würdet ihr euch ja verarscht verkommen, würdet sagen, wollt ihr jetzt das Let's Play wieder in die Länge ziehen oder was ist Sache? Wir würden uns ja auch selbst verblöden, auf Deutsch gesagt. Ja, würde ich nicht machen, kennt es mich. Nein, aber jetzt einfach vom Prinzip, es wäre ja dumm. Ja, wäre mir egal dann die Marke. Ja, genau. Wenn's nein, es wäre ja geil, wenn du da wirklich mal was anderes sehen würdest, wirklich einen gemoddeten Mähdrescher. Wäre ja schon geil, muss man jetzt ja auch mal ganz klar sagen. Ja, der wo aber auch dementsprechend auch wieder das gleiche hätte. Wenn ja, oder mit 14 Meter oder so, würde ich auch. Ja, oder 13,2, wenn er wieder 13,2 hätte, hätte ich das gemacht. Ja, einen schönen John Deere und dann vielleicht noch ein Fendt, wenn es die beiden so geben würde, hätte ich sofort gemacht, muss ich ganz klar sagen. Aber leider habe ich nie welche gefunden. Und wenn ich welche gefunden hatte und man hat die dann drauf gemacht, gab es dann meistens auf Servern Probleme oder irgendwas anderes. Fehlermeldung, Fehlermeldung, ja. Fehlermeldung. Also wenn die Logdateien dann nicht sauber sind, dann nein, danke. Weil die Fehler können wir uns dann im Let's Play absolut nicht erlauben, wenn dann da ständig Fehler auftauchen oder Server stürzen ab oder was weiß ich. Das bringt nichts. Ich... Na, seht ihr, Leute, hätte ich mal von Anfang an gleich richtig gemacht. Naja, egal. Müssen wir gleich nochmal zurückfahren. Ist schon fast fertig, oder? Ja, ich muss jetzt gleich nochmal zurückfahren. Da dieser kleine Strich da und dann bin ich durch. Dann fahre ich schon zu Feld 7, müsste es dann kommen. Da hast du es. Jo. Dann fahre ich dir noch hoch zu dir da, weißt du, den Big Butts gleich. Und dann ist ja, es ja. Gut. Ja, ich habe nur noch zwei Schnittbreiten. Und dann wird wieder geerntet. Ja, dann machen wir dann hier den Sektor clear mit richtig. 20 und 17, genau, weil genau. Dann ist das fertig. Und machen dann alles da weg. Was für mich einfach wichtig ist, dass wir können auch dann 31, 32 machen, weil es muss dann ja noch mit der anderen Sämaschine gesät werden. Stimmt, ja. Und dies und jenes, also man könnte dann auch alles wegmachen, also das ist mir dann in dem Sinne auch egal. 42 kann ich ja dann alleine machen, weil da brauchen wir das andere Gebiss, da haben wir erst eins. Richtig. Oder du fängst bei 32 an. Ich mach 31, dann haben wir auch so einen Blumengebiss. Blöd. Nein, ich mach mir da eigentlich gar nicht so groß Gedanken um. Das kriegen wir alles schon hin. So ein Gebiss kostet auch nichts. Nö. Der Big Bugs gerade hier schreit, Alter. Arsch. Das Ding sieht schon wieder aus, ne? Ja, alles schaut schon wieder aus. Aber wenn du damit in der Schlammgrube rumgeheizt bist, Alter. Also viel Zeug dürfen wir halt nicht ausgeben, weil sonst, naja, eigentlich machen wir eh fast wieder eine Mille. Wir machen genug Geld morgen früh, in dem Sinne. Ne, also... Hm. So, nächstes Feld. Feld 7 ist ja... Fertig. Ja, das ist lächerlich. Haben mir gar nicht so viel Gedanken drum. Ich mir immer mehr Gedanken drum mache, immer dahin zu kommen. Weil da brauche ich jetzt nicht lang fahren. Ja, das ist problematisch, ne? Ja, richtig. Das ist so dieses Hauptproblem, was ich habe. Mir erstmal Gedanken machen, wie komme ich dahin? Wegen dem Gespann hinten oder wegen Trigger selber? Nein, wegen der Sämaschine, weil die so breit ist. Ja. Und dann noch das Gespann dahinter. Ich glaube, die Sämaschine ist gar nicht so das Problem, sondern das Gespann dann noch, was dann auch noch dazu kommt. Du musst überlegen, die Sämaschine ist jetzt breiter wie unsere Straße.
So, da sind nämlich jetzt die zwei Pfeiler, da können wir ja nicht langfahren, Leute. Das haben wir ja in dem letzten Let's Play schon mitgekriegt. Jetzt muss ich nämlich hier langfahren. Weil zwischen zwei Dorfschilder kann ich ja nie durchfahren. Du armer, armer Junge. Mal gut, dass du das machst, Alter. Ich würde abrasten. Ich hab da nicht so die Nerven für. Nur wenn ich weiß, ich passe da nicht durch, passe ich da nicht durch. Erst Zeit war schlimm, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also, erst Zeit habe ich mir manchmal nur gedacht, oh, war das die richtige Entscheidung? Aber es war die richtige Entscheidung, weil man muss überlegen, was du bis jetzt erst gemacht hast, was ich aber in der Zeit gesät habe. Und wenn wir jetzt einen anderen Trecker hätten mit einer anderen Sämaschine, müssten wir mit zwei Leuten säen. Wir müssten mit zwei Leuten säen. Das wird gar nicht anders gehen, Kavi. Ja, weil wie groß waren die Standard-Sämaschinen von LS? Mit Dünger drinne? 18 Meter. Ja, guck mal, 18 und 18 macht 36. Also müsste man mit zwei Leuten fahren, um auf die gleiche Dinge zu kommen. Weiß ich gar nicht, wie groß die waren. Ich kann es absolut nicht mehr wiedergeben. Wir haben jetzt echt schon lange die Big Butts, also. Ich glaube 18 Meter, ja. Haben aber auch lange gebraucht, um sie zu bekommen. Ja, das stimmt. Also, ja. Zu lange haben wir gewartet, meiner Meinung nach. Aber gut, man lernt aus seinen Fehlern und ich glaube nicht, dass wir uns in LS19 so dämlich anstellen, wie wir uns hier angestellt haben. Mhm. Was für mich für ein Problem sein wird, ist auf LS19 eine Map zu finden, die ich dann auch wieder so spielen kann. Das wird wahrscheinlich dauern. Ja. Ja, wenn sie wirklich die ganze Engine ändern, könnte das sogar sein, dass die Leute nicht mal ihre alten Sachen benutzen können. Dass alles von neu beginnt. Wäre für mich mal nicht schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Für die Modder natürlich. Alles von vorn. Ja. Wenn es denn wirklich so ist und wenn wirklich alles komplett neu sein sollte. Leute, solange wie ich nichts gesehen habe und ich keine Aussage richtig von Giants gehört habe oder gesehen habe, weil schreiben und reden kann jeder Publisher extrem viel, ja, und aus dem Grund sage ich mir immer, abwarten und Tee trinken, wenn es die ersten richtigen Gameplay-Videos gibt und richtig Gameplay, dann kann man sehen, okay, in die Richtung geht's. Oh, das wird dann noch ein bisschen dauern, wa? Bis die ersten Gameplay-Videos? Nein. Ich denke, wir kommen bald. Ja, ja, zwei Monate vielleicht noch. Vielleicht. Bin ich mal gespannt. Ja, ich auch. Vielleicht gibt's auch schon welche und ich hab's nicht mitbekommen. Es kann natürlich jetzt auch sein, ne? Will ich jetzt hier nicht verneinen. Keine Ahnung. Aber ich freue mich mega und ich bin auch so ein bisschen aufgeregt, wenn ich ganz ehrlich bin, dass mal ganz was Neues kommt, weil so langsam kommt ja die Konkurrenz aus dem Kellerchen. Ne, Pure Farming ist auch nicht so schlecht. Dann gibt es dieses Copping Crab oder wie das heißt, keine Ahnung, ich kann es nicht so richtig. Es gibt Konkurrenz ohne Ende und daher schlafen dürfen sie nicht. Sie alle sagen ja, die Grafik sieht hier so beschissen aus. Ich finde die Grafik in LS17 jetzt nicht so schlecht, dass ich jetzt sagen muss, boah, ist das ein Scheiß. Nee. Ja, und dass ich da diese Kantenglättung nicht habe, Leute, liegt einfach daran, weil ich aufnehme und das dann ein bisschen runter, also ausmachen muss. Dann brauche ich keine Bildschirmaufnahmen machen, habe ich ja letztes Mal auch schon frustet genug erklärt. Ja, und es geht einfach darum, dass ich hoffe, dass dann diese ganzen Sachen endlich wechseln und ob man jetzt Kantenglättung anmacht oder nicht. Ganz ehrliche Antwort. Ich sehe es sowieso nicht bei 4K und ihr werdet auch keinen großen Unterschied sehen. Was immer deprimierend ist in diesem Spiel und ich hoffe, dass Giants da ein bisschen nacharbeitet, ist einfach, dass es sehr dunkel immer ist, wenn zum Beispiel wie jetzt bewölkt ist. Ich weiß, das ist so,
Und das ist in echt auch so, aber das deprimiert einen in diesem Spiel immer so, finde ich. Ne, weil du hast ja nichts anderes wie deine Landschaften, Kabi. Mhm, stimmt schon. Ne, und dann ist alles so bewölkt und so. Ja, wie kann man das sagen? Hat keine Stimmung, ne? Es ist so langweilig. So, mit Big. Oh shit, schwarze Laterne. Nicht. Bam! Ich hab's gesehen auf der Karte, wie sie ausgestockt hat. Ach Quatsch, bin nirgendwo hängen geblieben. Siehst du. Ich wollte die Laterne nicht umfahren. Ich hasse es. Tausend PS durch den Zaun. Oh. Holt Kinder und Frau, die müssen wieder einen neuen Zaun reinmachen. Ja? Querfeld ein, Alter. Was? Der kann Querfeld einfahren? Ja, der schon. Also? Und es ist ein Stoppelfeld, ist doch nichts drauf. So, dann wollen wir mal hier den Warmblinker ausmachen, mal den Mayenröscher wieder starten, sonst haben wir gleich keine Batterie mehr, ne? Zack, zack. Ah ne, das können wir anlassen. Ab geht's zu Kabi. Ah, ja, sitzt im Bushäuschen, du. Kannst aber lange warten, du. Wir haben den Verkehr ausgemacht, du Idiot. Da sitzt ein Typ im Bushäuschen. Ich habe noch nie drauf geachtet. Nicht, ich auch noch nicht. Nach der Folge will ich erstmal dampfen. Ja. Darfst du nicht. Ja? Haben wir hier schon fast alles, oder? Ich glaube auch. Muss ich gleich gucken. Mit dem Mähdrescher fahren und dem Gestell dahinter, das ist so einfach, ne? Ja. Aber wenn du dir das erste Mal so anguckst, dann denkst du dir auch, boah, Alter, das ist so riesig. Wie soll ich denn damit irgendwo langkommen? Aber ist überhaupt gar nicht, überhaupt gar kein Thema, ne? Null. Also, verstehe ich nicht. Und das ist ja nicht klein. Das lässt sich halt einfach nur extrem gut um Kurven lenken, wenn man ganz ehrlich ist. Stimmt, ja. Mein Gott, Alter. Geht auch ganz schön gut was runter hier, Raps. Ja, ja, man merkt, du hast lange nicht gemäht, ne? Das war ja sonst immer mein Part. Ja. So, Leute, wir sagen damit vielen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wir hören uns morgen wieder in Alter Frische. Hä? Ich kann nicht anhängen. Hallo? Ich hab gerade gespeichert. Nein, ich konnte nicht anhängen, gar nicht. Jetzt. Ja, wir sagen auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Bis morgen. Tschüss.